Dass die Profis viel trainieren, das wissen wir. Wie viel sie genau trainieren, das wollen wir heute herausfinden. Aber wir fragen nicht nur die Profis, sondern auch die Jedermänner und die Jederfrauen. Wie häufig wird in der Woche in die Pedale gestrampelt und wie viele Kilometer stehen bisher im Jahreskalender? Jonas, wir haben jetzt Anfang Mai. Wie viele Trainingskilometer plus Rennkilometer stehen in diesem Jahr schon im Trainingsbuch? Ja, bei mir sind es so knapp 15.000, alles zusammengefasst. Und Also letztes Jahr waren es um die 30.000, auf 32.000. Heuer werden es eine Spur weniger sein. Jetzt habe ich 2 Monate keine Rennen gehabt. Und ja, ich denke zwischen 25 und 30. Wie viele Jahreskilometer sind bis jetzt in den Beinen? 2.500, glaube ich, so rum. Vielleicht 300, 400, 3000. 3000 schon, ja, hast aber ordentlich gestrampelt für dieses Jahr. Ja, ja. 1500. 1500, also schon stabil was in die Pedale getreten. Ja, aber mehr zum Umtrainieren, aber nicht so viel outdoors. Also nicht so viel draußen, okay. Und 4000 noch was? 4000, ich glaube, damit hast du jetzt die Spitzenposition übernommen. Okay. Wie viele Kilometer hast du dieses Jahr schon trainiert? Weißt du das ungefähr? Frage, nächste Frage. Ich glaube, es sind die 9000 seit November. Christina, du fährst heute nicht mit, hast du uns schon erzählt. Trotzdem, wie viele Jahreskilometer sind bis jetzt in den Beinen? Oh, ich war gerade 14 Tage auf Mallorca im Trainingslager. Da hatte ich 1000 Kilometer in den 2 Wochen und insgesamt vielleicht, naja, 2, 2,5, also auch auf der Rolle. Ich glaube, nach heute 11.000 und ja, der Giro steht an. Das heißt, da wird jetzt im Mai noch einiges dazukommen. Da hast du auf jeden Fall schon mal 2000 Kilometer mehr als Rüdiger Selig, also da liegst du vorne. Wie oft kommst du so in der Woche aufs Rad? 2 bis 3 Mal, je nach Wetterlage. Sonntag ist gesetzt? Natürlich. Ja, 4 bis 5 Mal. Nicht schlecht. Und dann die klassische Feierabendrunde oder werden die Kilometer primär am Wochenende gemacht? Primär am Wochenende, aber auch jeden Abend, also wenn es möglich ist. Wie oft in der Woche, normaler Trainingswoche, sitzt du auf dem Rad? Stunden oder Kilometer? Stunden. Hängt ab vom Rennkalender. Wenn ich jetzt nächste Woche ein Rennen habe, dann nicht so viel. Aber Trainingsphasen 20 bis 30 und zwischen den Rennen halt eher 15 bis 20 maximal. Ja, jetzt so schon jeden Tag und ja, wenn es nicht passt, so einen Ruhetag in der Woche, so plus, minus. Es kommt immer drauf an, auf die Vorbereitung, aber grundsätzlich jeden Tag, ja. Na, 6 Tage. Wie oft kommst du so in der Woche aufs Rad? 3, 4 Mal in der Woche schon. Sonntag gesetzt? Sonntag immer, genau. 2 oder 3 Mal pro Woche. Ja, einmal im Winter natürlich weniger, aber einmal, 1, 2 Mal. Und dann die klassische Feierabendrunde mit Leuten zusammen, alleine? Wochenende mit Leuten zusammen. Okay, also der klassische Wochenendfahrer und auch nur bei schönem Wetter primär? Nein, auch mal beim schlechten Wetter, auch beim kalten jetzt ab und zu mal, ja. Wie oft in der Woche sitzt du so typischerweise auf dem Rad, würdest du sagen? Ach, schon 6 Mal die Woche. Ja, okay. Hast du eine favorisierte Intervallform, wenn es sowas geben sollte? Ich fahre ganz gerne Sprints, weil die sind schnell vorbei. Hast du ein Lieblingsintervall? Ah, ist ja der Ruhetag. Intervalle auch nur drinnen, weil draußen dann genieße ich es eher so, die Schönstrecken zu fahren. Und das dann primär in der Gruppe? Hast du einen festen Trainingspartner, Partnerin oder große Gruppe oder lieber alleine? Ich habe so eine kleine Gruppe, es sind so 3 Mann, mit denen wir immer zusammenfahren. Und aber auch so, dann gibt es so Social Rides, Mittwochs, Dienstags, wo ich dann auch mal dabei bin. Ja, aber Intervalle mit Umtrainer, nicht so viele draußen. Boah, ja, ich mag eigentlich... Klar, Sprints oder 30 Sekunden in der Walle, weil das ist für mich das Verkraftung am besten. Jetzt so 5 Minuten am Berg oder so, K3, ist nicht so mein Liebling. Hast du eine liebste Intervallform? 20-Minuten-Test. Gewagte Aussage, aber wenn die Nummern stimmen, dann passt das, ne? Genau. Fährst du auch manchmal ein paar Intervalle? Natürlich. Also du bist richtig am Start, sagst du? Ich bin da. Was hast du dir für heute vorgenommen? Ein 35er-Schnitt. 35er Schnitt. Unter 3 Stunden. Unter 3 Stunden. Diese Intervalle werden also gerne gefahren. So viel wird trainiert bei den Profis, bei den Jedermännern und bei den Jederfrauen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt seid wie immer ihr gefragt. Was trainiert ihr, wie viel und welche Intervalle? Schreibt's gerne in die Kommentare.